Servus Leute und seid herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, meine lieben Freunde, heute gibt's die erste Clubtour auf meinem Kanal. Und ich werde euch meinen ganzen Verein, mein Team und alles drum und dran, alles zeigen. Und ich hoffe, euch gefällt das Video. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben und mit einem Abo. Ich würde mich darüber sehr freuen. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal rein in unser Team und fangen auf der Auswechselbank an. Und ich habe 3 Auswechselspieler, die sind alle 3 Special und Untauschbar. Und ja, da gehen wir rein mit Raheem Sterling, Van Dijk und Ousmane Dembele. Ich bin mit allen 3 eigentlich super zufrieden. Ich habe jetzt Sterling die letzten paar Weekend Leagues nicht gespielt. Van Dijk jetzt auch nicht so, aber Dembele wechsle ich jetzt in letzter Zeit öfters mal ein. Er hat jetzt schon 19 Spiele, 6 Tore und eine Vorlage bei mir gemacht und eine rote Karte. Van Dijk hat schon 230 Spiele, 4 Tore und 2 Torvorlagen gemacht. Und auch 2 rote Karten waren wahrscheinlich beide in der Weekend League. Und Raheem Sterling hat 155 Spiele, 53 Tore, 46 Torvorlagen und 2 gelbe Karten bei mir gemacht. Und ja, das ist eigentlich meine Auswechselbank. Ich habe hier noch Bronze-Spieler, damit das Rating noch ein bisschen runtergeht. Und dann fangen wir gleich mal im Tor an und da spielt kein geringerer als Jens Lehmann. Ich bin zwar ein bisschen unzufrieden mit ihm, aber mit Donnarumma bin ich bisher auch noch nicht so oft zum Spielen gekommen. Also ich werde ihn wahrscheinlich in dieser Weekend League noch ein paar Mal einsetzen. Aber Lehmann hält schon ein paar Schüsse, muss man auch so sagen. Bei Ecken faustet er eigentlich nur, also der hält fast gar keinen Ball sicher. Aber ich bin im Ganzen eigentlich zufrieden mit ihm. Dann machen wir weiter auf der Rechtsverteidigerposition und da spielt einfach mal der Derby-Held Caligiuri. Also ich kann schon mal vorab sagen, es wird wahrscheinlich ein Full-Bundesliga-Team mit 3 Icons. Also es ist jetzt kein spannendes Team, also kein NLW oder so. Und dann machen wir gleich mal mit der Innenverteidigerposition weiter. Da steht Baresi und Jonathan Tah. Ja, die hauen einfach alles vom Tor weg. Mit Baresi habe ich schon 319 Spiele gemacht und ja, mit Tah habe ich erst 80 gemacht, weil die SBC erst vor ein paar Wochen gekommen ist. Aber im Ganzen bin ich mit den beiden eigentlich zufrieden. Und dann kommen wir zum Linksverteidiger und den kennt ihr wahrscheinlich alle, wenn ihr das vorletzte Video gesehen habt. Der gute Marcel Halstenberg steht da mit einem 91er Ratings. Ja, mit seinem Tots bin ich zufrieden. Ich habe ihn jetzt hier als Weekend League oder als Foot Champions Variante, weil ich halt sein Team of the Season habe ich ja gezogen. In dem Pack Opening habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Den habe ich dann in der SBC getan und dann habe ich jetzt nur noch ihn da. Also mit dem bin ich wirklich zufrieden. So, dann machen wir weiter mit dem kompletten Mittelfeld. Und da seht ihr schon die 3 Spieler. Einmal Julian Brandt, Player of the Month, S-Wein Flashback und Götze Flashback. So wird es dann aufgestellt. Brandt in der Mitte und die beiden Flashbacks auf der Seite. Also mit Mario Götze bin ich wirklich komplett zufrieden. Mit Julian Brandt auch und mit dem Ex-Hertaner bin ich eigentlich auch recht zufrieden. Er steht immer richtig, nur manchmal ist er mir ein bisschen zu langsam. Ich weiß auch nicht, warum der 93 Tempo hat. Und das Mittelfeld ist meiner Meinung nach auch ein bisschen zu offensiv. Da müsste er eigentlich noch so ein typischer Kanté oder ein Krullet hin. Aber dazu fehlen mir leider derzeit die Coins oder ich kann die einfach nicht einbauen. Deswegen mache ich jetzt das erstmal hier so. Ich werde mal in Zukunft noch schauen, ob ich da vielleicht eine andere Lösung finde. Aber bisher komme ich so eigentlich ganz gut klar. Und dann kommen wir zum Sturm. Da spielt im rechten Sturm der gute alte Jadon Sancho. Im linken Sturm der gute alte Alphonso Davies. Und im Mittelsturm spielt The Legend himself, Luis Hernandez. Ja, mit Sancho, da hatte ich mal die linke Mittelfeldspielerkarte und auch jetzt dann die rechte Mittelfeldspielerkarte. Die linke Mittelfeldspielerkarte habe ich dann irgendwann mal in der SBC getan. Und ja, jetzt habe ich hier den rechten und 251 Spiele, 101 Tore und 92 Torvorlagen. Ist auf jeden Fall stabil. Dann kommen wir zu Alphonso Davies. Das war eine SBC, glaube ich, ja. Der hat bei mir 302 Spiele, 147 Tore und 99 Torvorlagen gemacht. Also auch stabile Statistiken. Nur was ich ein bisschen schade finde, da steht zwar, dass er 4 gerne Weakfoot hat, aber irgendwie schießt er nie mit rechts. Also es ist ganz komisch. Also wenn man eigentlich auf einer Position ist, wo man immer mit rechts schießt, macht er mit einem linken einen Außenrissschuss. Aber von den Werten her geht er auf jeden Fall in Ordnung. Und ich denke, zu Luis Hernandez muss ich eher weniger sagen.
Ich habe ihn als SBC gemacht. 88 Spieler hat er jetzt schon bei mir gemacht. 38 Tore und 27 Vorlagen. Also ich denke, zu ihm muss man wirklich nichts sagen. Das ist einfach eine Weltklasse. Ich denke, das Team sieht so wirklich gut aus. Ist ein bisschen bunt. Insgesamt hat das Team 7 Special Cards, also 7 Farben. Wenn wir die Prime Icon Moment noch dazu nehmen, haben wir dann 8. Aber ja, das ist ja einfach eine Icon auch. Also habe ich jetzt mal 7 gezählt. Mit der Bank wären es dann sogar noch 8. Und ich würde sagen, wir gehen in meinem Verein zu den Tradable zuerst mal. Ja, den haben wir gestern gezogen im Video. Dachte eigentlich, ich bekomme Aguero. Nein, dann kommt das Cardi raus. Den habe ich jetzt vorerst noch nicht mal verkauft. Vielleicht kommt heute eine SBC. Ich nehme das Video am Freitag auf und heute kommt ja das Best of Team of the Season raus. Und vielleicht kommt da ja gleich mal eine SBC. Dann habe ich hier einen Sommer. Ja, also das sind alle Spiele, die ich nicht gespielt habe, sondern warten einfach auf eine SBC, wo ich sie reingebe. Wir können ja hier mal kurz ein paar Seiten nach vorne gehen. Also ich habe jetzt hier schon mal ein bisschen aufgeräumt, weil die SBCs waren halt da, diese Upgrade-Sets fürs Team of the Season. Also da habe ich schon ein paar Spieler reingebuttert. Und dann gehen wir zu den Untrade-Spielern. Und da ist eigentlich alles special. Da gehe ich jetzt ein bisschen spezieller drauf ein. Gianluigi Donnarumma. Ihr habt es ja in meinem Rewards-Video letzte Woche gesehen. Mit dem habe ich jetzt 11 Spiele erst gemacht. Der kommt nämlich eher nicht so oft zum Einsatz. Aber ich könnte ihn mit Baresi schon gut verlinken. Also so ist es nicht. Nur ich kann einfach nicht sagen oder ich kann es einfach nicht aussuchen, mit welcher Verteidigung ich dann noch spiele. Ich könnte zwar mit Jonathan Tah weiterspielen und Halsmerk, aber irgendwie wäre das schon langweilig. Dann kommen wir zu Ousmane Dembélé. Da haben wir ja davor schon über den getalkt. Robin van Persie habe ich auch letzte Woche, glaube ich, gezogen in den Rewards. Schaut auf jeden Fall das Video dazu an. Ich hatte ja noch Tadic zur Auswahl, aber ich dachte mir, komm, nimm Van Persie, weil der Tots kostet sogar mehr als Tadic seiner. Dann haben wir hier Franco Baresi, Van Dijk, Tah, Halstenberg, Luis Hernandez und Sterling. Kommen wir zu Carlos Tevez. Mit dem habe ich jetzt schon 85 Spiele gemacht. 45 Tore und 34 Torvorlagen. Ich hatte den sogar mal in meinem Main-Team. Und den habe ich halt da mit Pop War oder wie der heißt, dieser eine argentinische rechte Flügel. Habe ich den dann mit ihm verbunden oder verlinkt. Da war er jetzt nicht schlecht, aber die Größe, die spürt man auf jeden Fall schon. Aber von den Werten her, der war, glaube ich, auch so eine teure SBC. Ich glaube, die hat knapp 500k oder 300k, irgendwie so. Aber von den Werten her geht der auf jeden Fall fit. Ich habe auf den Hunter gepackt, aber ja, der einzige Minuspunkt ist einfach die Größe. So, dann kommen wir zu einer SBC, die eigentlich nicht schlecht ist, aber halt scheiße zu verlinken. Radamel Falcao hat bei mir 33 Spiele, 19 Tore und 20 Torvorlagen gemacht. Für das, dass er nur so 33 Mal gespielt hat, ist es auf jeden Fall in Ordnung. Dann kommen wir zu Matisse Delict, der ja zu Bayern oder zu Juve oder zu PSG wechseln soll. Den habe ich hier als SBC gemacht, bisher nur 10 Mal zum Einsatz gekommen und ein Tor gemacht. Ihn könnte ich dann mit Onana verlinken, aber ich habe ja schon im Umfeld so gehört auf YouTube, dass der nicht so gut sein soll. Mit dem habe ich jetzt schon viele Spiele gemacht, ich glaube, aber auch nur eins verloren. Ja, also bisher war er bei mir noch nicht so schlecht. Angelino ist ein Spieler, den habe ich aus dem garantierten Totspack gezogen. Hab bei mir jetzt 4 Spiele gespielt, mit dem habe ich einfach mal die Ligt ein bisschen verlinkt. Dann kommen wir zu Kusa War, Champions League Premium SBC. Der hat bei mir auch erst 5 Spiele gemacht, weil ich einfach nicht weiß, wie ich den einbauen könnte. Ich glaube, ich könnte ihn sogar mit Rabiot irgendwie verlinken. Dann könnten wir sogar irgendwie Falcao einbauen. Aber ich denke, ich lasse jetzt mein Main-Team erstmal so. Aber von den Werten her schaut er auf jeden Fall stabilo aus. Dann kommen wir zu Max Kruse, Spieler des Monats aus der Bundesliga. Der hat vor Luis Hernandez, hat er alles rasiert vorne im Sturm. Ja, und dann ist halt der Legend gekommen und hat ihm den Platz gestohlen, würde ich mal sagen. Aber ich denke, wo er gespielt hat, hat er auf jeden Fall seinen Job erledigt. Moussa Dembélé, Tots Moment Karte ist ja eine Wochenaufgabe bis gestern gewesen. Also falls die wer gemacht hat, also für mich ist das ein Spieler, den kann man auf jeden Fall mal ein paar Spiele spielen. Oder auch ein Einwechselspieler, also der geht auf jeden Fall in Ordnung. Hat jetzt bei mir 3 Spiele, 2 Tore und eine Torvorlage gemacht. Ja, den Player-Pick von vorgestern ist
Bu gewesen. Silber 3 haben wir erreicht. Ja, da haben wir nur ihn leider bekommen, weil man nur maximal 87 bekommt. Hatte ich sogar Glück, dass ich einen 87er bekommen habe. Ja, und das war's eigentlich fast von meinem Verein. Wir haben noch Kiran Zürni und das war's dann eigentlich. Habe ich einfach mal gemacht, weil ich mir dachte, ja komm, er hat nicht mal so schlechte Werte, was auch stimmt eigentlich, aber die Größe für den Verteidiger ist halt meiner Meinung nach nicht so gut. 1,78, zwar für einen Außenverteidiger geht es noch in Ordnung, aber ich wünsche mir auf einer Außenverteidigerposition eher schon große. Dann haben wir hier noch eine spezielle Karte und zwar einen Award-Gewinner, dieser Paulinho, den habe ich einfach mal gemacht. Ich glaube, da hat man nur ein 80er Rated Team gebraucht für den und das habe ich einfach mal mitgenommen, weil den nimmt man einfach mit. Vielleicht benutzt man den irgendwann mal bei einem Fun-Team. Und dann kommen wir zu einer gesperrten Karte oder zu einer Karte, die eine rote Karte aktuell hat. Und zwar Van Arnold. Mit dem habe ich 312 Spiele gemacht. 11 Tore hat er geschossen und 23 Torvorlagen. Ja, und mit ihm habe ich dann Van Dijk immer verlinkt. Der war ja immer im Main-Team, aber jetzt steht da Jonathan Tah und der gute alte Marcel Halstenberg. Aber 312 Spiele in meinem Verein, also ein 81er-Rated-Spieler, kann man auf jeden Fall mal machen. Hat sich nicht mal schlecht gespielt. Und dann kommen wir zu einem Player-Pick und zwar Eder Militao. Da habe ich noch nicht so viele Spiele mit ihm gemacht, aber ich denke mal, von den Werten her geht der auf jeden Fall in Ordnung. Den habe ich jetzt schon ein paar Monate in meinem Verein. Ja, das war's dann eigentlich von meinem Verein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben und mit einem Abo. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder am Start. Ich denke mal, das nächste Video kommt morgen am Sonntag. Schaltet da auf jeden Fall nochmal ein. Die Cam laggt gerade ein bisschen. Aber ich würde sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.